Hallo und herzlich willkommen zu Tab, Tab & Beyond. In diesem Video will ich euch dieses Würfelbrett vorstellen, das ich bei Ausbruch bestellt habe. Ich bekomme von Ausbruch solche Sachen tatsächlich kostenlos, für das, dass ich euch ein bisschen Reviews mache und auch unten die Adresse einblende. Aber das wird meine Meinung nicht abfälschen. Ich werde hier knallhart und ganz ehrlich ein Review dazu machen. Ich werde auch sagen, was mir nicht so gut gefällt an dem Ding und was mir gut gefällt. Aber trotzdem kann ich euch nur empfehlen, ich finde es schon toll, schaut auf Ausbruch vorbei, da gibt es gute Sachen und man kann sich eben alles auf Wunsch anfertigen lassen und wir sehen das jetzt einfach mal nach dem Intro. Jetzt teste ich mal, wie es sich in die Box würfeln lässt. Erstmal mit einem Würfel. Ja, sieht doch ganz gut aus, die Sechser kommen gleich, ein bisschen energischer. Ja, also es lässt sich gut würfeln, man darf sie jetzt nicht zu steil reinwerfen, sonst fallen sie drüber. Aber wenn man normal würfelt, dann klappt das schon ganz gut. Als nächstes werfen wir mal mehr Würfel rein und gucken mal, wie viel man da reinwerfen kann. Wir beginnen mal mit 5 Würfeln. Dann nehmen wir mal 10. Dann probieren wir es doch mal mit 15. Und dann gehen wir mal weiter mit 20 Würfeln. Und jetzt geht es schon stark Richtung Orkspiel. Jetzt nehmen wir mal 25 Würfel. Ja, die passen auch noch rein. Probieren wir mal 30 Würfel und das ist jetzt wirklich schon eine große Handvoll. Ja, das geht auch gerade noch, würde ich sagen. Jetzt sind wir bei 35 Würfel und die kriege ich kaum noch in eine Hand. Ja, jetzt sieht man schon, jetzt wird es einfach eng. Da liegen die ersten schon übereinander. Also 35 ist schon fast ein bisschen viel. Jetzt sind wir bei 40 Würfel und die kann ich kaum noch halten mit meiner großen Hand. Also 40 Würfel auf einmal ist schon echt, da muss man schon beidhändig arbeiten. Ja, okay, da ist jetzt wirklich Schluss. Also ich würde jetzt sagen, es passen in die Würfelbox. Ich schmeiß mal nochmal 10 mit rein, jetzt sind 50 Würfel drin. Ja, 50 kann man schon so reinlegen, aber zum Würfeln ist ab 30 Würfeln ist Schluss, wenn man die großen Würfel nimmt. Das Würfelbrett könnt ihr mit euren eigenen Wunschmotiv gestalten lassen. Es ist ideal geeignet für Tabletop und Brettspiele. Wie ihr im Test gesehen habt, hat man ausreichend Platz mit 14,5 x 14,5 cm Würfelfläche, um genügend Würfel da reinzuschmeißen. Falls ihr jedoch ein Orkspieler seid und viele, viele Würfel werfen wollt, solltet ihr vielleicht auf die größere Variante zurückgreifen. Auf Nachfrage kann das Würfelbrett auch in gebeizten Sperrholz oder MDF und oder mit Gravuren auf den Seitenflächen hergestellt werden. Bei eurem Motiv solltet ihr beachten, dass die Linien nicht zu fein sein sollten, da das Motiv nicht gedruckt, sondern mit einem Lasercutter aus verschiedenfarbigen Platten geschnitten wird. Somit wird die Haptik nicht beeinträchtigt. Jetzt schauen wir uns die Box mal ganz genau an. Also die Verarbeitung hier von dem Filz finde ich super gut. Man merkt hier schon einen leichten Höhenunterschied, aber das ist minimal, das ist okay. Und das ist wirklich fast komplett ohne Spaltmaße. Also hier sieht man gar keine Spaltmaße. Der Filz gefällt mir sehr gut, also das ist wirklich super. Hier habe ich schon ein bisschen Dreck reinbekommen, leider. Das war ich selber. Das Holz ist okay, es ist schön ausgelasert. Man hat teilweise in den Kanten minimale Spaltmaße, also von ja, knapp einem Millimeter. Da sieht man, dass das Holz ein bisschen leichter Spalt ist. Es ist aber nur stellenweise, da wo es wirklich das Spaltmaß ein bisschen höher ist, wo man vielleicht noch ein bisschen genauer verarbeiten könnte, weiß nicht, vielleicht besser verkleben, aber es ist stabil, also es ist jetzt nicht so, dass es hier nicht hält. Und von dem her finde ich das wirklich super verarbeitet. Diese Magneten hier unten habe ich ja selber reingemacht. Ja, also es ist sehr schön gemacht. Hier sieht man ein bisschen, ist ein bisschen so ein dunkler Fleck vom Laserschneiden. Das ist hier scheinbar ein bisschen angebrandelt, ist aber auch nicht schlimm. Man kann die natürlich noch anmalen, wenn man will. Und ich finde das eigentlich ganz schön, das gibt dir so ein bisschen Charme, dass das hier vom Schnitt her ein bisschen dunkler ist. Der Geruch dieser Box ist nicht schlimm, also sie stinkt nicht. Sie ist sehr geruchsneutral, riecht halt ein bisschen nach ja, verbranntem Holz, aber ich finde das sehr angenehm, ich finde das jetzt nicht schlimm. Also von der Wertigkeit, vom Material her, finde ich sie wirklich okay. Im Großen und Ganzen voll okay. Für den Preis wirklich voll und ganz akzeptabel und würde ich mir auf jeden Fall so wieder kaufen. Also ist okay. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen. Ihr dürft es gerne teilen und mich weiter unterstützen, indem ihr mir vielleicht auch ein paar Euro bei PayPal überweist. Damit helft ihr mir sehr weiter und wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Servus!